Tja, hinter uns liegt eine gnadenlose Gewitternacht. Selten sind wir in den letzten Wochen so hart erwischt worden, wie in der Nacht hier von Montag auf Dienstag. Es hat gescheppert, es hat gekracht, es hat geheult, dass wir arge Bedenken hatten, ob unser Dachzelt nicht samt dem Inhalt davonfliegt. Bedingt durch die Nachrichten der letzten Tage von Tornados in Tschechien, von Tornados in Belgien, hatten wir heute Nacht schon mal den Eindruck, dass es jetzt auch einen Tornado über Kamm gibt. Es hat geheult, es war unglaublich unheimlich, wenn hier durch Bäume, Büsche, Drahtleitungen, Stromleitungen und durch unser Dachzelt eine Gewitterwalze durchbrettert, dass uns Angst und Bange wurde. Und als Finale schlug auch unmittelbar in unserer ganz nahen Nähe ein Blitz ein und das ganze Auto hat gebebt, die Erde hat gebebt, wir haben gebebt und die Nacht war hammerhart. Und das bedeutet für heute wieder Dienstag, den 28. oder 29. Juni 2021, Planänderung. Es wird heute auch weiter gewittern, zwischendurch vielleicht eine gewitterfreie Zone, in der wir nichts anderes machen können und machen wollen, wie wieder eine schöne Etappe radeln auf dem sehr schönen Regental-Radweg. Neuer Tag, neues Glück. Mal sehen, was er bringt. I'm just a man, flesh and bone, feeling guilty, feels like home. When I'm homeless, you're my shelter. Neuer Tag, neues Glück. Heute Dienstag, der 28. Juni 2021 oder 29., keine Ahnung. Jedenfalls ist heute Abend das Viertelfinalspiel oder Achtel. England gegen Deutschland, das werden wir uns im Dachzelt hier auf dem Tablet anschauen. Und aktuell flüchten wir vor Regenschauern, die uns umzingeln. Das Wetter am Regen im Bayerischen Wald ist hier immer noch mild. Der Regen hat, wie man auf den Fotos hier sieht, Videos sieht, wieder an Wasser zugenommen. Man lässt vermutlich am Bleibacher See wieder Wasser ab, vorsorglich, da in den kommenden Stunden und die nächste Nacht auch wieder mit schweren Gewittern hier in der Region, wie in ganz Süddeutschland, zu rechnen ist. Aber das erschüttert uns alles nicht so furchtbar. Wir sind auf dem Regental-Radweg unterwegs, genießen die Einsamkeit. Wir sind hier so ziemlich alleine, genießen die Natur, genießen den leichten Nieselregen und freuen uns über unser Leben. When I get it all wrong, telling you lies, hiding the truth. Why do you love me the way you do? Why do you love me? Wie man sieht, ist der Regen wieder randvoll.
Vom Gewitterregen der letzten Nacht am Bleibacher See wird wieder Wasser abgelassen, damit die Talsperre nicht überläuft. Und hier unterhalb der Bleibacher Talsperre, ja, beginnt der Regen wieder so allmählich ein bisschen über die Ufer zu treten. Gras und auch Altholz, Treibholz wird den Fluss hinunter getrieben. Und wir freuen uns am Radeln auf dem sehr schönen, ich wollte schon sagen, okay, auf dem sehr schönen Regental-Radweg, von dem manche mir geschrieben haben, der sei nicht besonders toll. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwo radeln kann, wo keine Autos fahren. Und das ist bis jetzt hier auf dem Regental-Radweg meist der Fall, auch wenn gegenüber eine laute, dicht befahrene Straße am Regen vorbeiführt. Der Regen bei Mildrach. Breit, fett und heute wieder randvoll. Echt der Hammer, wie breit die hier ist. Alte Eisenbahn. Wie vom Regenradar vorhergesagt, reißt jetzt um die Mittagszeit für ein paar Stunden der Himmel auf. Und so ist diese Radtour hier von Kamm zum Bleibacher See für uns ein Genuss, auch wenn es nicht gerade sommerlich erscheint. Auf jeden Fall gefällt es uns sehr gut und so kann man auch immer wieder Gewitter und Starkregen verkraften. Ja, hier an der Staumauer des Bleibacher Sees, des Bleibacher Stausees, haben wir vor einer Woche schon mal gestanden und gestaunt, was hier für Wasser abgelassen wird und wohlwollend auf eine Kanutour verzichtet. Und das tun wir auch aktuell wieder. Denn auf dieser Brühe paddeln haben wir null Bock. Heute auf dem Erdnussgriff, beziehungsweise schon seit ein paar Tagen. Und jetzt habe ich uns gestern richtig gute, ungesalzene, geröstete Erdnüsse gekauft. Die kommen gerade richtig gut. Ja, ich habe heute, ist nicht mein Glanztag, heute Morgen nach dem Gewitter, Regen, Gewittersturm und dem ja, Inferno auf unserem Stellplatz beim Kanu-Club Kamm habe ich da prompt heute Morgen A, Badehose vergessen, B, noch viel schlimmer, meine Kappe, meinen Hut vergessen. Und da ich eine Birne habe, die ganz, ganz, ganz UV gefährdet ist und auch schon erhebliche UV-Schäden hat, muss ich jetzt das Tuch, was Samira noch in ihrer Tasche hat, auf die Birne legen, damit meine Haut dort nicht weiter verätzt und bestrahlt wird. Nachdem sich jetzt die Gewitterwolken und Regenwolken verzogen haben, ist prompt wieder Badewetter und Luzi stürzt sich zuerst rein. Und natürlich geht auch
Samira wieder hier eine Runde schwimmen. Kalt? Ja, ist ja loco. I don't wanna hear what you have to say. I've heard it all before, every single phrase. Wipe away the tears, drowning out my days. Give me back the years that you took away. Believe me when I tell you that it's over. I'm never coming back this way again. Getting wiser, getting older. So I'm walking away, I'm walking away. Ja, Loppich, der Bleibacher Stausee ist seit Tagen lediglich ein Durchlaufbecken. Das heißt, aus dem Höllenstein-Stausee wird massiv Wasser abgelassen, was dort reinläuft durch Unwetter, durch Gewitter, durch Starkregen. Aus dem Höllenstein-Speicher weiter hier in den Bleibacher See, in den Bleibacher Speicher. Und deswegen kann sich das Wasser hier auch nicht still vergnügt erwärmen. Und da ist es für Samira schon gerade ein bisschen frisch. Im Gegensatz zum Salzdorfer See, wo wir gestern waren. Der See ist regelrecht eine Badewanne mittlerweile. Ja, der Regen hat so viel Hochwasser wieder aktuell, dass hier auch der Radweg überschwemmt ist. Jetzt schick noch mal Lucias Dummy vor. Ja, Luzi, geh! Ob wir dazu. Mann, verdammt! Hab ich doch gesagt. Es geht nicht wegen der Strömung, es geht nicht dem Motor nicht. Ja, ja. Hey now, little speedyhead, the read on the speed meter says you have to go to task in the city, where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn. Ocean storm, they bury me. I have got to leap to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. Nothing is going my way. Thank you.
neues Glück. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni 2021. Und ich muss gestehen, wir brauchen aktuell sehr viel Glück. Denn wir werden immer wieder des Nachts von Gewitterfronten tangiert. Wobei uns Hören und Sehen vergeht. Oft kommt es jetzt vor, dass wir uns wünschen, lieber in einer festen Behausung in Deckung gehen zu können, wie hier in unserem Dachzelt-Hochsitz zu hocken und zu bippern und zu beben, ob wir nicht gleich samt Dachzelt davonfliegen. Das Vagabondieren hier mit unserem iCamper-Zelt ist im Prinzip eine super Sache. Das Dachzelt ist auch extrem sturmstabil, zumindest im Vergleich zu anderen Dachzelten, bedingt durch die solide Klappe, durch Stützen, Abspannungen. Aber ein heftiges Gewitter mit Sturmböen, wo auch immer wieder angekündigt werden, dass diese Sturmböen auch in Mini-Tornados übergehen können, da geht uns echt die Muffe. Nichtsdestotrotz. Das Dachzelt hat bis jetzt alle Strapazen ausgehalten und ich würde es, sollte ich mir wieder ein Dachzelt kaufen wollen, nur Dachzelte dieser Art kaufen, die wirklich Gewitterstürme aushalten, ohne zu zerroppen, ohne zusammenzuklappen, ohne davon zu fliegen. Also weiter geht's mit unserem bunten, vagabunden Leben. Wir lassen uns schließlich ja nicht vertreiben von Gewittern, von Stürmen, von Regen, von Wettern aller Art. Nein, wir ziehen durch, wir sind flexibel. Wir freuen uns auf den Tag und natürlich bleiben wir unterwegs und flüchten jetzt nicht zurück nach Hause in eine feste Behausung.